Ja, der Stefan hat uns gebeten, uns selbst anzusagen, was wir jetzt auch gerne tun. Was ihr hier seht, ist eine der ersten Aktivitäten, die wir in der Cyberpeace-Kampagne gemacht haben. Und um diese Cyberpeace-Kampagne soll es jetzt gehen. Was ist das? Das sind die Slides für eine Kinowerbung, die zunächst in Aachen, ich glaube später auch noch in München stattgefunden hat, insbesondere vor Bielefeld, wahrscheinlich noch weiteren Städten, die ich jetzt nicht mehr auswendig weiß, wo wir vor bestimmten Filmen, da bietet sich ja sowas wie Citizen 4 an, Kinowerbung platziert haben, um damit auf unsere Kampagne aufmerksam zu machen. Und ich war dann etwas überrascht. Eines Tages kam Pate Luhn, der sicherlich im Saal hier bekannt ist, auf mich zu. Und ich habe im ersten Moment gar nicht gewusst, was er mir eigentlich sagen will. Er meinte, oh, ist aber eine super, super Werbung, die ihr da geschaltet habt. Das ist also eine der ersten Aktivitäten gewesen in der Cyberpeace-Kampagne. Die wollen wir euch jetzt vorstellen. Wer sind wir? Also wir sind ein Teil des Kampagnenteams. Wir sind nicht das vollständige Kampagnenteam. Und ich muss als erstes ein Fauxpas bereinigen, der mir gestern unterlaufen ist, die gestern schon da waren. Ich habe gestern Abend schlicht vergessen, mich vorzustellen. Ich habe festgestellt, da steht irgendwo im Programm Begrüßung durch Stefan Hügel. Und einige mögen vielleicht gedacht haben, Stefan wer? Dann hole ich das jetzt nach. Also ich war gestern, stand ich da als Vorsitzender des FIF, also der veranstaltenden Organisation. Und heute stehe ich da als Co-Sprecher der Kampagne zusammen mit Silvia, die hier neben mir steht. Ich würde sagen, stellen wir uns erstmal vor, alle vier, und dann können wir in die Punkte einsteigen. Was wir heute machen wollen, ist euch so ein paar Schlaglichter einfach geben über 2 Jahre Kampagnenarbeit für die Kampagne Cyberpeace und am Schluss auch nochmal so ein bisschen die Überlegung, wie geht's weiter, was soll jetzt in dem Bereich als nächstes passieren, denn eins ist klar, Cyberpeace wird immer das wesentliche Thema des FIF in irgendeiner Form bleiben. Und ich glaube, die vielen Friedenstauben, die hier im ganzen Gebäude inzwischen hängen, die sind auch ein beredtes Zeichen dafür. Ja, ich bin Hans-Jörg Krajowski und arbeite in der Cyberpeace-Kampagne mit und im FIF schon ziemlich lange. Ja. Silvia Junik, und ich bin ja auch Co-Sprecherin der Cyberpeace-Kampagne. Und ich bin Kai Notdorf und habe auch an der Kampagne ein bisschen mitgearbeitet. Jetzt brauche ich die zweite Folie. So, die Kampagne haben wir im FIF gemeinsam geplant. Aber wir haben sie nicht ganz alleine gemacht. Wir hatten einmal ein größeres Kampagnenteam. Wir haben natürlich eine ganze Reihe von weiteren Beiträgen inhaltlicher Art und auch was Mithilfe betrifft. Und wir sind ideell unterstützt worden, ideell und auch finanziell von einigen Organisationen. Und eine Organisation steht hier ganz oben. Und das aus gutem Grund. Also die Kampagne wurde möglich gemacht durch eine sehr großzügige finanzielle Unterstützung der Stiftung Bridge. Und wir haben auch einige weitere Organisationen, die uns mit Rat und Tat und auch ideell unterstützt haben bei der Durchführung dieser Kampagne. Das sind also die Kampagnenorganisationen. Ich brauche sie jetzt nicht alle zu nennen, ihr seht sie alle. Und worum ging es letztendlich bei dieser Kampagne? Man hat es in diesem Intro schon gesehen. Cyberpeace zielt ab auf ein Internet, das ausschließlich friedlichen Zwecken dient. Gut, und das ist jetzt erstmal sehr allgemein. Das ist so das Ziel. Ja, wir wollen den Weltfrieden, den wollen wir natürlich alle. Aber woraus besteht denn dieser Weltfrieden? Darüber haben wir uns als erstes Gedanken gemacht und haben dazu 14 Forderungen aufgestellt, wovon ich jetzt euch natürlich nicht alle 14 vorstellen werde, das würde auch eine Weile dauern, aber zumindest 3 davon. Wir haben im Grunde Forderungen aus 3 verschiedenen Gruppen. Wir haben einmal die Gruppe offensive Operationen verurteilen, ablehnen. Es geht hier dass wir das Ziel verfolgen oder Ziel anstreben mit der Kampagne einer wirklich strukturellen Nicht-Angriffsfähigkeit im Cyberbereich. Dafür ist eine naheliegende Forderung die Abrüstung. Klar, Cyberwaffen sind eine Bedrohung des Friedens und der Sicherheit für uns alle.
Und deswegen ist zu fordern, dass im Cyberbereich eben auch entsprechend abgerüstet wird. Wir hatten das eben bei dem Vortrag von Hans-Jörg ja auch schon gesehen. Egal, was für Waffen es sind, wir wollen sie nicht. Wir wollen Abrüstung, und das ist eines der wichtigsten Forderungen, dies durch internationale Verträge zu regeln. Und wenn überhaupt Waffen, dann höchstens Waffen, die eine gewisse defensive Wirkung haben. Also wir anerkennen natürlich das Selbstverteidigungsrecht von Staaten. Damit kann es notwendig werden, defensiv Waffen zu besitzen. Die halten wir für legitim, Angriffswaffen nicht. Das ist also eine unserer Forderungen aus dem Bereich strukturelle Nichtangriffsfähigkeit, offensive Operationen. Der zweite Punkt ist genau diese defensive Seite, nämlich der Schutz vor Angriffen, die IT-Sicherheit letztendlich. Die brauchen wir natürlich immer noch. Und da geht es als eine Forderung vor allem um kritische Infrastrukturen, dass wir Betreiber kritischer Infrastrukturen grundsätzlich dazu verpflichten wollen, ihre Infrastrukturen angemessen zu schützen. Und ganz wichtig, sich hier auch nicht darauf zu verlassen, dass staatliche Stellen das tun, sondern es tatsächlich auch selbst tun. Eine weitere Forderung in diesem Kontext ist eben auch die Forderung der Entnetzung, dass wir erwarten, dass kritische Infrastrukturen, wo das nicht notwendig ist, tatsächlich auch vom Gesamtnetz, vom öffentlichen Internet getrennt werden, um von vornherein eben durch diese, sagen wir, Airgapping dadurch schon auszuschließen, dass solche Angriffe auf diese Infrastrukturen stattfinden können. Das ist ein Beispiel für unsere Forderung, kritische Infrastrukturen absichern. Also praktisch die zweite Gruppe unseres Forderungskatalogs aus 14 Forderungen. Der dritte Teil betrifft die Politik. Und hier geht es vor allem darum, dass wir die politische Kontrolle über das, was wir tun, über das Netz, bewahren müssen. Wir haben ja jetzt gerade im Bereich Geheimdienste einiges gehört, wo man inzwischen dran zweifelt, ob wirklich noch politische Kontrolle besteht. Das ist für uns eine ganz zentrale Forderung, dass eine demokratische Kontrolle sichergestellt werden muss über alle Aspekte des Cyberwar. Das betrifft sowohl tatsächliche militärische Aktionen, das betrifft aber auch das ganze Feld der Geheimdienste, die ja großenteils auch zum militärischen Umfeld gehören. Also die Überwachungsaktivitäten der NSA sind für uns auch letztendlich militärische Aktionen, Akte des Cyberwar. Das muss durch Parlamente natürlich überwacht werden in den entsprechenden Strukturen. Und die Strategien, die Cybersicherheitsstrategien, die hier zur Anwendung kommen, müssen auch öffentlich diskutiert werden, soweit das in der Praxis möglich ist. Möglicherweise muss man da Einschränkungen machen. Die sollten allerdings so gering sein, wie es irgendwie geht, um tatsächlich eine öffentliche Überwachung, eine öffentliche Kontrolle zu haben und das dann auch demokratisch zu entscheiden in den entsprechenden Gremien, Parlamenten, beziehungsweise auch im Extremfall sogar durch Abstimmung. Also hier als dritten Block von Forderungen, wir fordern, die politische Kontrolle zu bewahren, steht hier. Teilweise muss man wahrscheinlich wirklich schon sagen, wir fordern, die politische Kontrolle zurückzugewinnen, weil wir tatsächlich uns fragen müssen, haben wir sie nicht längst verloren? Das sind jetzt exemplarisch drei unserer Forderungen. Wie gesagt, es sind 14. Wir haben als eine, sagen wir, regelmäßige Aktivität, auch im Rahmen von Vorträgen, diese Forderungen vorgestellt, haben sie diskutiert, und die werden natürlich auch irgendwie immer weiterentwickelt werden müssen. Wir haben jetzt hier mal einen Stand. Der Stand wird sich sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch ändern. Wir glauben aber, dass das ein Grundgerüst ist von politischen Forderungen, mit denen man in diesem Bereich arbeiten kann und wir auch weiterarbeiten werden. Dann.
Ja, vielleicht erinnern sich einige noch an die FIFCon vor 2 Jahren hier in Berlin. Da gab es eine kleine Gruppe, die sich sehr lange wachgehalten hat und diese Aktion gemacht hat. Wir haben hier Laternen gebastelt und sind dann zum neuen BND-Bau gegangen. Das war so eine der ersten Aktionen, die wir in der Kampagne gemacht haben. Unter dem Motto, wir leuchten euch heim oder wir bringen Licht ins Dunkel. Das waren beides Varianten. Und wir haben dort vor dem BND-Gebäude dann noch ein wenig friedensbewegte Lieder gesungen. Da kommt nachher noch eine kleine Kostprobe. Das ist eine Vorankündigung davon. Ja, eine Aktion ist auch der Cyberpeace-Appell an Frau von der Leyen als Verteidigungsministerin. Wir fordern sie auf Cyberrüstung zu verzichten. Und um das ein bisschen zu verstärken, ist in einer Unterschriftensammlung sind gut 700 Unterschriften zustande gekommen oder zusammengekommen, die wir dann mit einem Anschreiben entsprechend ihr zu Weihnachten zuschicken werden. Und um das ein bisschen quantitativ besser sichtbar zu machen, haben wir auch ungefähr so 700 Luftballons gekauft. Ein paar seht ihr hier. Und wenn euch die gefallen, könnt ihr auch vorne am Pfiffstand ein paar davon mitnehmen. Ja, eine Aktion war, wir machen jedes Jahr auf dem CCC einen Stand und sitzen immer sehr im Dunkeln und werden sehr schlecht gesehen. Und irgendwie haben wir uns überlegt, wie können wir uns sichtbarer machen und hatten dann die Idee, diese Taube auszuschmücken und zwar mit LED-Lichtern. In jeder Diode halt ein LED-Licht und haben das dann in einer Nacht- und Nebelaktion zusammengebastelt und haben dann noch jemand gefunden, der uns das dann auch gehölzt und festgesteckt hat, damit es nicht nur so rumschlappert, sondern das war der Michael Ahlmann. Und den Prototyp hat uns der Rinne gemacht, auf der Tagung noch mit einem Stück Pappe. Also auch, der hat das ganz stolz hochgehalten. War genau. Eine tolle Gemeinschaft. Auf jeden Fall waren wir dadurch sichtbarer und sind endlich mal aufgefallen, weil jeder an diesem großen Ding stehen geblieben ist und erstmal geguckt hat, was ist das? Und ja, war auf jeden Fall, finde ich, eine gelungene Aktion, uns sichtbarer auch vom CCC zu machen. Genau. So sah das Ganze dann auf dem CCC aus. Also wirklich ganz klasse. Ja. Weiter? Ja, einer unserer Aktionen war, also Kai und ich haben halt auf einer ganz normalen Konferenz, das war also eine, neben einer anderen noch einer wenigen Konferenzen, die halt nichts mit irgendwie Gesellschaft und sonst wie zu tun haben, sondern mit der IT-Sicherheit beziehungsweise mit Hacking und haben dort einen Vortrag gehalten, halt Let's Clear Up the Debris, wo wir halt irgendwie zusammengefasst haben, was müsste man eigentlich nach den Snowden-Leaks IT-sicherheitsmäßig tun, was müssten Unternehmen tun und ja, ich glaube, das war ganz gut angekommen. Also wir haben auf jeden Fall positives Feedback bekommen, wenn auch nicht alle damit einverstanden waren, weil einige hatten dann Bedenken wegen DRM und die anderen hatten Bedenken, man würde, ja, das wäre so ein bisschen Spinnerei. Wie könnten wir jetzt irgendwie über Nacht Open-Source-Software überall einsetzen? Das wäre ja ein Austausch, der würde ja viel zu viel kosten. Ja, das Problem ist tatsächlich in der IT-Sicherheit, ich meine, die Snowden-Leaks waren sozusagen die Kernschmelze. Ne? Es war den meisten Fachleuten eigentlich vorher klar, dass das alles problematisch ist und dass das alles unterwandert und kompromittiert ist, aber da waren halt die Beweise auf dem Tisch und auf einmal muss man dann eigentlich auch als Sicherheitsverantwortlicher reagieren. Und das ist gar nicht so einfach, wenn alles kaputt ist. Ne? Alles wegschmeißen und neu bauen, ne? Wer hat denn schon Trusted Hardware hier im Raum mal so gefragt? Ja? So solche Dinge. Ich habe das auch mal den Beschaffer von der Bundeswehr gefragt, wo die eigentlich ihre Sachen so herkriegen, die sie so verwenden. Da gab es auch nur ein langes Gesicht, logischerweise. Genau, das war die nächste Konferenz. Da darf ich gar nicht so viel zu sagen. Wir sind ja hier bei dem Thema Geheimes, Nicht-Sichtbares. Das ist so eine Konferenz. Das Spannende ist, dass also der einzige Vortrag, der öffentlich verfügbar ist, ist der. Der ist auch im Netz auf unserer Seite zu finden. Und ich hatte dann, ich will nur eine kleine Anekdote erzählen, irgendwann einen Anruf gekriegt von so ein paar sicherheitsbesorgten Leuten, die wissen wollten, ob das denn überhaupt eine seriöse Veranstaltung ist. Ich sage da nichts mehr zu, weil das darf ich gar nicht. Aber
was für mich eine große Chance war. Wir konnten unser Anliegen von der Kampagne dort auch mit Behördenvertretern, mit Militärs diskutieren und in eine sehr intensive Diskussion reinkommen. Und wir haben dort auch einiges angestoßen an Überlegungen. Ob es hilft, hoffen wir es mal. Ja, vielleicht ergänzend noch zu dem, was Silvia und Kai eben gesagt haben. Wir haben natürlich eine ganze Reihe von, das war jetzt ein Ausschnitt aus einer ganzen Reihe von Vorträgen, die wir an ganz unterschiedlichen Stellen gehalten haben. Wie gesagt, das Spektrum geht dann tatsächlich von der Friedensbewegung bis hin zum Militär, also bis hin zur Bundeswehr. Wir waren jetzt auch, Dietrich Meyer-Ebrecht und ich waren vor 2 Wochen bei einer Veranstaltung des Darmstädter Signals, also auch eine, ich sag mal, friedensbewegter Arbeitskreis, der aus Offizieren und Unteroffizieren der Bundeswehr besteht. Also hier tatsächlich, ich sag mal, kritische Bundeswehr, aber immer noch Bundeswehr. Nächste Woche findet in Kassel der Friedensratschlag statt. Das ist die jährliche Organisation der Friedensbewegung. Also wir haben hier tatsächlich ein sehr breites Spektrum. Was wir dabei vermehrt sehen, ist, dass die klassische Friedensbewegung, die klassischen Menschen, die politisch in dem Bereich Frieden unterwegs sind, dass die das Thema Cyberpeace noch gar nicht so richtig im Fokus haben. Und also ein besonderes drastisches Beispiel aus meiner Sicht ist, wir hatten vor einigen Wochen hier in Berlin, nämlich gerade auf der anderen Straßenseite im Hauptbau der TU, war ein internationaler Kongress des International Peace Bureau. Ich wusste es vorher auch nicht, das ist eine sehr altehrwürdige Organisation, die hat, glaube ich, bereits 1910 den Friedensnobelpreis bekommen. Ist also bereits vor dem Ersten Weltkrieg gegründet worden. Die gibt's heute auch noch, hält regelmäßig Kongresse ab. Und die haben sich während dieses Kongresses so eine Agenda gegeben, also was sie in den nächsten Jahren alles machen wollen. Und da war tatsächlich das Thema Cyberpeace, das Thema Bedrohung durch IT-Waffen, durch IT-Systeme überhaupt nicht erwähnt. Und das hat mich dann ziemlich überrascht. Wir haben dem Vorsitzenden eine kurze Mail geschrieben. Er meint, ja, sie diskutieren drüber, das noch aufzunehmen. Wird man mal sehen, ob das eine Wirkung hat. Also man sieht aber, dass auch im politischen Bereich, auch im kritischen politischen Bereich, immer noch einiges an Aufklärung und Aktivität notwendig ist, um überhaupt hier mal dieses Thema zu verankern und die klassische Friedensbewegung dazu zu bringen, in diesem Thema oder zu diesem Thema auch zu arbeiten. Hat mich selber ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Die Folie, da geht's um was, ja, nicht ganz anderes, aber geht in ein bisschen andere Richtung. Das FIF sieht sich ja auch ein Stück weit als Organisation, das in die politische Arbeit sehr viel Expertise einbringen können. Und ich glaube, diese Tagung hier ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wo wir doch sehr viele Experten hier haben, sowohl Mitglieder des FIF als auch Gäste, also Nichtmitglieder des FIF, von denen wir natürlich hoffen, dass sie es noch werden. Und gelegentlich, und da gibt es ein Beispiel im Rahmen der Cyberpeace-Kampagne, geben wir auch Stellungnahmen ab, die dann auch irgendwann mal ihren Weg zum Deutschen Bundestag finden. In diesem Fall ging es also vor ungefähr 2 Jahren, ihr erinnert euch bestimmt, um das neue IT-Sicherheitsgesetz, wo wir eine umfangreiche Stellungnahme eingereicht haben, die dann auch, wie gesagt, ich habe sie dann irgendwo auf den Bundestagsseiten auch wiedergefunden. Ob man sie im Gesetzestext wiederfindet, das ist allerdings eher fraglich. Ist natürlich ein Haufen Arbeit. Man muss wahrscheinlich auch im Einzelfall überlegen, ob sich das lohnt, aber auch darin besteht die Arbeit des FIF und ist aus unserer Sicht auch ein sehr wichtiges Ergebnis unserer Kampagnenarbeit im Bereich Cyberpeace. Ja, das ist im Prinzip die direkte Fortsetzung. Wir haben eine ganze Reihe von Publikationen. Die rechts ist schon so ein bisschen älter. Da sieht man, da ist das Logo zum ersten Mal aufgetaucht. Cyberpeace, Frieden gestalten mit Informatik. Das war unsere FIF-Konferenz 2013, die damals in Siegen stattgefunden hat. Und wie gesagt, da hatten wir dann zum ersten Mal dieses Logo. Und wir hatten damals das entsprechende Heft zur Tagung. Übrigens wird es auch diesmal ein Heft zur Tagung geben. Das ist nämlich das nächste, das irgendwann Ende März rauskommen wird.
bei dem die Vorträge hier auch zusammengefasst oder teilweise auch, weiß nicht, was genau geplant ist, wo aber zumindest die Vorträge alle abgedeckt werden sollen, die jetzt hier stattgefunden haben. Also wer dann hinterher noch mal was nachlesen will, der sei auf dieses Heft verwiesen. Dass es erst im März kommt, liegt einfach an der vierteljährlichen Erscheinungsweise unserer Hefte. Was ihr daneben seht, ist eine Zusammenarbeit mit einer anderen Zeitschrift, der Zeitschrift Wissenschaft und Frieden, die jetzt auch das Thema Frieden ganz allgemein bearbeitet und wo auch, da gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit. Also wir sind bei dem Trägerverein im Vorstand vertreten, wir sind auch im Beirat vertreten, durch Hans-Jörg in dem Fall. Und da haben wir auch versucht, dieses Thema Cyberpeace unterzubringen. Und das ist uns, wie ihr seht, gelungen, und zwar sogar zweimal. Man sieht es wahrscheinlich nicht so richtig. Ganz rechts unten ist so eine kleine Banderole. Da gab es schon mal ein Dossier, ein sogenanntes, zum Thema Cyberpeace. Und wir haben dann in einem etwas größeren Kreis später nochmal ein Dossier erstellt, wo wir auf die verschiedenen Aspekte von der Kriegführung im Cyberspace betrachtet haben. Da findet ihr übrigens auch einen Beitrag, wo alle unsere Forderungen auch etwas näher beschrieben sind. Ihr habt da draußen sicherlich den FIF-Stand gesehen. Also wenn ihr dieses Dossier haben wollt, da könnt ihr es bekommen. Ja, wir haben insgesamt ziemlich viele Veranstaltungen gemacht, also nicht nur selber besucht und dort Cyberpeace vorgestellt, sondern selber Veranstaltungen gemacht. Das ist jetzt hier ein Beispiel aus Bremen. In Bremen gibt es eine kleine Arbeitsgruppe seit gut 2 Jahren, die sich mit diesem Thema beschäftigt und von Zeit zu Zeit Vortragsveranstaltungen organisiert. Ich will jetzt gar nicht auf alle einzeln eingehen. Das hier war eine vor 14 Tagen. Das Cyberpeace Forum, 2-tägige Veranstaltung mitten in der Stadt im Haus der Wissenschaft, relativ gut besucht. Und das insgesamt ist das zum Nachahmen empfohlen von mir, deshalb erzähle ich es, aus 3 Gründen eigentlich. Erstens ist Cyber War, also Cyberkrieg, und die entsprechenden Gegenpositionen Cyberpeace ein Thema, was relativ gut ankommt. Stefan hat schon gesagt, wo es auch noch sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf gibt. Es ist auch ein Themendach, unter dem man ein weites Spektrum an Einzelthemen unterbringen kann. Wir haben zum Beispiel auch was zu Bitcoins gemacht, was vielleicht doch ein bisschen weiter weg liegt von Cyber Peace and War, aber nichtsdestotrotz. Und hier war das aber dann so, dass es also einmal um die Zivilklausel an der Hochschule Bremen ging, weil die gerade massiv gebrochen worden ist. Und am zweiten Tag war es dann richtig mit 5 Vorträgen, alle zu Cyberkrieg und dann Diskussionen über Cyber Peace. Also wie gesagt, zur Nachahmung empfohlen. Wir hatten ein recht, recht gutes Presseecho, Medienecho. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, das Thema eignet sich bestens zur Kooperation mit anderen Organisationen. Also wir hatten hier 2 Gewerkschaften dabei und 2 Friedensorganisationen aus Bremen und im Prinzip auch den AStA der Hochschule, der aus organisatorischen Gründen allerdings nicht ganz offiziell mitgemacht hat. Aber das ist also wirklich eine Sache, bei der Kooperation, Vernetzung super gut funktioniert. Ja, in München, kannst du mich noch ergänzen vielleicht. In München hatten wir auch eine Reihe von Veranstaltungen gemacht. Im Nachhinein ist mir ein bisschen aufgefallen, es war überwiegend eigentlich eher das Überwachungsthema. Aber da Überwachung ja einfach der Anfang von Cyberkrieg ist, passt es trotzdem sehr gut. Und es war auch eigentlich im Rahmen der Cyberpeace-Kampagne. Wir haben dadurch sehr gefestigt, also durch die Veranstaltung Lesen gegen Überwachung, das ist das untere Foto,
mit der Digital Courage München zusammengearbeitet und dort drei Veranstaltungen halt auf die Beine gestellt, die teilweise sehr gut besucht waren, einmal nicht ganz so gut, aber eigentlich sehr erfolgreich waren und auch sehr gutes Feedback bekommen haben. Wir haben außerdem auf einer Veranstaltung zusammen mit der Beuth-Stiftung auf dem Doc-Festival halt mit Schülern über Überwachung und über ja den Auswirkungen und aber auch, was man tun kann, diskutiert. Wir hatten zwei Kinoveranstaltungen, wo wir halt den Film Citizen vorgezeigt haben, beziehungsweise er gezeigt wurde und wir anschließend mit dem Publikum auch nochmal diskutiert haben. Einmal mit Studenten und einmal eine ganz öffentliche Kinoveranstaltung. Was wir auch regelmäßig machen in München, und das ist ja nicht nur in München so, wir machen regelmäßig Krypto-Partys. Das ist jetzt inzwischen alle 2 Monate, zusammen mit dem CCC und dem Jugendmedienzentrum. Das ist also eine Dreierorganisation, die das gemeinsam macht. Der nächste Termin ist übrigens Montag, habe ich erfahren. Also ausschlafen ist nicht für uns nach der Tagung. Aber ja, das passiert also auch alle 2 Monate. Und wir haben da inzwischen auch schon über 200 Leute beigebracht, wie man Kryptographie benutzt und sich entsprechend selber ein bisschen wehrt gegen die ganzen Sachen. Genau, das jetzt vielleicht als letztes. Wir haben 2 Videos. Eigentlich wollten wir hier ein Video zeigen, das jetzt noch produziert wird. Wir hoffen, dass es zum Kongress fertig wird. Aber wir haben... Es wird zum Kongress fertig, genau. Aber wir haben ja auch schon 2 gemacht, die sind nicht ganz so professionell, aber als Abschluss multimedial. Das ist das bereits angekündigte Video von der Aktion beim BND mit dem Laterne singen und dem Song dazu, der auch auf dem Weg zur FIFCon entstanden ist, wo es Dagmar, die hat das mit mir wunderbar getextet im Zug damals. Und du auch. Ojana und Backdoors, das Internet, das zerstört hier. Der Cyberpeace ist unser Ziel. Rabimmel, rabammel, rabum. Das Internet genutzt zivil. Rabimmel, rabammel, rabum. Ich geh mit meiner Laterne, meine Laterne mit mir. Gesetzesbrüche wir sehen, die kommen direkt von hier. Respekt vorm Recht wär schon nicht schlecht. Rabimmel, rabammel, rabum. Respekt vorm Recht wär schon nicht schlecht. Rabimmel, rabammel, rabum. Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Die Rechten gehen zu. Prima. Und wir haben noch ein 2. Video ganz kurz. Ich sehe schon, die Organisatoren werden nervös, weil wir unsere Zeit schon überschritten haben. Aber wir wollen es auch noch mal ganz kurz. Das war ein Beitrag im Regionalfernsehen. InformatikerInnen des FIF ein. Bei mir steht nun Dietrich Meyer-Ebrecht, stellvertretender Vorsitzender des FIF. Inwieweit hat Edward Snowden uns mit den Enthüllungen einen Dienst erwiesen? Ja, er hat uns einen großartigen Dienst erwiesen, denn er hat uns eben aufgeklärt über diese umfassende Ausspähung durch die Geheimdienste. Aber das ist nur die Spitze des Eisberges. Was nicht thematisiert wird, ist, dass das Internet und damit eben auch alle Informations- und Kommunikationsstrukturen ein Operationsfeld der Militärs geworden sind. Wie können wir uns solche militärischen Operationen vorstellen? Ausspähung ist bereits ein Element des Cyberwarfare, des Informationskrieges. Die strategischen Szenarien sehen eben vor, dass... Ich denke, dieses Schlusswort zeigt nochmal so ein bisschen den Bezug zwischen Überwachung, militärischer Nutzung und warum wir unsere Kampagne hier machen müssen. Vielen Dank. Glaube ich, ein bisschen weiter. Oder? Fehlt noch eine? Ja, außer das war sozusagen alles Rückblick und wir haben noch ein ganz kleines bisschen Ausblick. Das soll darauf hinweisen,
dass wir bisher den Drohnenkrieg zwar in gewisser Weise einbezogen haben in die Cyber-Peace-Kampagne, das aber für die Weiterführung eigentlich gerne systematischer noch machen würden und da vielleicht auch eure Reaktionen zu hören würden, ob ihr das für sinnvoll haltet, weil das zum Beispiel bisher nicht in den Forderungen reflektiert ist. Aber die Idee dabei wäre, da es zu Drohnenkrieg und drumherum schon weitere Kampagnen gibt, könnte man eine Art Kampagnenkonvergenz anstreben, so dass das Ganze noch ein bisschen schlagkräftiger wird. Und das Zweite im Ausblick ist, wir haben zwar an die Frau von der Leyen appelliert, auf Cyberrüstung zu verzichten, aber wie ihr wahrscheinlich auch aus der Presse wisst, hat sie darauf bisher nicht gehört, sondern im Gegenteil gerade eine Cybertruppe in der Bundeswehr ins Leben gerufen, die gerade aufgebaut wird mit 14.000 sogenannten Dienstposten. Und die hat aber zum Beispiel keineswegs nur defensive Aufgaben und ist damit, wenn ich das richtig sehe, verfassungswidrig. Denn da steht drin, dass die Bundeswehr nur zur Verteidigung da ist. Außerdem haben sie auch schon nach mindestens Presseinformationen offensive Operationen durchgeführt, ohne Bundestagsmandat. Und auch das ist verfassungswidrig. Also da müssen wir uns alle, und das FIF will sich, und die Cyber-Peace-Kampagne will sich auch darum in Zukunft ein bisschen mehr kümmern. Ja, ich würde noch einen Punkt ergänzen zum Ausblick. Wenn ihr an unserem Stand wart, habt ihr ja unsere FIF-Kommunikation, unsere aktuellen gesehen, und die letzten beiden, die wir gemacht haben, haben sich um das Thema Transhumanismus gedreht. Und ich habe vor einigen Wochen hatte ich ein Gespräch mit der Chefredakteurin von Wissenschaft und Frieden, habe also ganz stolz von unseren Transhumanismus-Heften erzählt, und sie meinte dann so zu mir: Ist doch nicht euer Ernst, ihr macht ein Heft über Transhumanismus und überhaupt, und das Thema Militär wird da überhaupt nicht abgedeckt. Das ist natürlich ein böser Fauxpas, der uns da unterlaufen ist, den wir sicherlich korrigieren werden. Wobei wir schon festgestellt haben, dass es schwierig ist, zu diesem Thema Quellen zu finden. Also vielleicht verspreche ich jetzt zu viel, aber wir werden uns zumindest Mühe geben, auch dazu noch entsprechende Publikationen zu machen. Also auch dieses Thema Transhumanismus im Militär. Gut, damit kommen wir zum Ende. Wir sind jetzt einmal quasi quer durchgegangen durch 2 Jahre Kampagnenarbeit im FIF. Ist ein Stück weit auch für uns eine neue Erfahrung, auf diese Art Kampagne zu machen. Die Kampagne FIF wird mit Sicherheit, Cyberpeace wird mit Sicherheit weitergehen, das FIF sowieso. Wenn ihr Interesse habt an dem Thema, Interesse habt, vielleicht sogar in unserer Kampagne, in unserem Kampagnenteam mitzuarbeiten, kommt gerne auf uns zu. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke.